Nein! Das ist, könnte jetzt ungünstig gewesen sein. Vielleicht bräuchte ich jetzt Hilfe. Okay, nee, noch nicht. Das Problem ist, ich habe gerade kurz gedacht, als ich hier in der Zelle gesprungen bin, dass ich jetzt tot bin. Das Problem ist leider, dass ich in letzter Zeit ein bisschen häufiger zu Boden gegangen bin. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das noch machen kann, bevor das instant abläuft, weißt du? Ich sollte mich wahrscheinlich jetzt ein bisschen defensiver verhalten. Und du solltest mal mehr Leute töten, damit ich mehr Leben kriege. Also wir sollten jetzt gemeinsam rumlaufen. Wie gesagt schon, ich glaube, wir sollten jetzt gemeinsam rumlaufen für den Fall, dass einer fast instant stirbt. Ja. Wieder so ein kleines Putti-Ding rum. Ja, okay. Schön still machst du, ja? Was war das jetzt hier? Das ist ja auf der Tür. Achso. Da ist die 2 noch und dann haben wir Welle 5. Auch zusammen? Die würde ich nicht. So. Gegner. Da hinten ist noch wer. Wow! Der Schildgenerator da, wo wir als Gegner angezeigt. Ich suche jetzt seine Gegner. Okay, 5 von 7. Sniper-Munition ist bei mir jetzt irgendwann knapp. Ja, ich. Ich bräuchte Shotgun, oder? Habe ich Shotgun? Ich bräuchte Shotgun, Muni. Weiß ich, sich in der Ecke campen und dann warten, bis die Gegner auch zu einem kommen, bringt auch nichts, oder? Er muss ja ewig warten. Ja. Hast du gerade die Shotgun-Muni aufgenommen? Ja. Du hast kein Leben mehr, ne? Dann komm mal hin. Ah ja, ich kann halt mit Ulti benutzen. Wenn du in die Kamera... Ich töte einfach die Leute. Aber wir sollten erst zusammenbleiben. Entschuldigung. Naja, ich... Ich bin bis jetzt erst einmal gestorben. Ja, aber ich weiß halt nicht, wie oft ich mir das in kurzer Zeit erlauben kann. Ne? Wenn es wirklich nur auf die kurze Zeit bezogen ist, dann ist das egal. Ja? Aber wenn das nicht auf die kurze Zeit bezogen ist, dann... Das hilft auch, wenn ich die Dinger wieder wiederbelebe, anstatt du neue Stärke gibst. Okay. Sicher? 100%ig nicht. Keine Ahnung, ich hab gedacht. Ich hab einfach gedacht, dass das nicht so häufig hintereinander passieren darf, weißt du? Wenn das jetzt so, wenn er eine gewisse Zeit zwischenliegt, dann ist das okay. Aber ich glaube, wenn er jetzt so tot, auferstanden. Oh, hier ist ein Power-Suit.
Warte mal, der explodiert doch, oder? Geh weg, geh weg, geh weg! Okay, der explodiert nicht. Explodiert doch. Explodiert doch? Ist jetzt gerade explodiert. Da ist noch ein Power Seal. Laser! Wieder so ein krasser? Wieder so ein krasser, zwei. Naja, oh. Problem ist, ich habe keine Sniper-Muni mehr, damit ich engage. Das wird ja hier nicht. Der haut mich in die Spirale. Okay, doch nicht. Okay, der ist jetzt auch weg. Der Erzwächter da hinten ist irgendwie ein Buggy. Der Erzwächter, wieso? Auf den kann ich nicht schießen, da hinten. Ah, doch, jetzt treffe ich ihn. Der Sniper nicht. Der hat ihn auch nicht mit der Waffe. Weiß ich nicht, warum. Da unten ist noch einer. Das dürfte dann Welle 6 sein, die wir geschafft haben. Und dann. Eine große Überraschung. Ja, ich hab den halt in das Sägeding geknallt. Das war jetzt noch eine Welle, ne? Ja. Okay, wo ist der Endboss? Komm, komm da unten raus, ich weiß, dass du es willst. Oh, ich hoffe, der Endboss schmeißt auch mal eben dann ein paar Munitionspacks ab. Wäre dann zu einfach. 14 Sniper-Schüssen? Lustig. Das sind noch andere Waffen. Ja, oh, ich hätte aber auch 100 SMG-Schüsse immer. Falle auf den Schlachtfeld! Such dir dein Geh. Hab sie kalt gestellt! Hab den eingefroren, der ist unten in die Säge reingefallen. Ja, doch, ich hab dich doch gesehen. Der macht was. Lad nach, lad nach, lad nach. Der wollte irgendwas krasses machen. Och nein, nicht einfach schießen. Ey, du willst mich doch auch verarschen, oder? Was soll ich machen? Ja, das tötet mich aber. Lebt mich wieder! Dann geht's nicht in den Modus. Ich bin ein Ja, jetzt wollte ich nicht mehr. Lass mich mal hier die ganze Munition. Alter, wie viel kommen denn da jetzt? Was denn? Für den Fall der Fälle immer einen taktischen Rückzug machen, ja? So, was zieht sich ja an? Ja, die Kanone von denen, die muss ich kaputt machen. Das ist eine Kanone, die zieht einen an und macht dann einen Damage währenddessen. Oh, Munition, danke. Okay, die wollen halt, dass wir da reinfallen, ne? Mal wieder nach oben. Sag nicht, dass du bitte nicht schauen. Ne, fast. Was ist passiert? Fast hätten sie mich in ein Loch in der Mitte gezogen. Soll ich es versuchen, komm. Geschaffte Spuren. Zeit für Kanonen! Alter,
Komm, Sniper, jetzt hier. Jawohl. Simulation erfolgreich. Was? Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal. Also ich glaube, hier liegt nichts Legendäres, oder? Weiß. Warum denn nicht? Vielleicht kriegen wir ja jetzt mal unsere Waffen. Ja, dass wir Mondsteine und Waffen noch eben aufsammeln. Ja. Ich und untersuche den Ring unten, ja, und du machst dann... Hier oben. Ich denke mal, dass wir jetzt hier fertig sind, ja? Möchtest du danach zum Wandler? Ja, kann man auch noch eben machen. Oder hast du andere Pläne gehabt? Möchtest du, Die Session ist sowieso schon deutlich länger als geplant. Aber da jetzt macht das auch keinen Unterschied mehr. Jetzt können wir auch noch eben zum Wandler danach. Ich dachte, vielleicht willst du zum Schwarzmarkthändler oder so. So, hier liegt glaube ich nichts, ne? Das war's, denke ich mal. Ah, hier lag Munition. Ah! Alter. Irgendwie aus der Sicht auf so ein Ding getreten, ey. Nochmal ein Schockmoment. Welche Rarität kannst du uns jetzt hier noch anbieten? Wäre das nicht wenigstens lila? Könntest du mal meine Kugellage? Wow, Alter! Ich fühle mich irgendwie ganz quietschig! Jetzt habe ich die Belohnung gewählt, weil du die bestätigt hast. Ja, ich. Wow. Ja. Jetzt habe ich irgendeine so komische Fickwaffe. Okay, cool, den Rest erledigen wir. Welchen Rest bitte? Du gehst da wieder rein? Du bist ein wirklich tapferer, dreidimensionaler, lichtholographischer Held! Wir gehen da wieder rein. Ich habe gleich die gleiche Belohnung wie gerade. Ich kann wieder zwischen einer Waffe wählen, die 1264 Schaden macht. Und wieder dieses grün. Moment mal, was gibt mehr Geld? Ja, nicht nur blau einfach so. Ach so. Ach so, wahrscheinlich ist das jetzt wieder und wieder eine Quest, weißt du? Ja, was ist das für eine Scheiße? Warum sollen wir wieder und wieder die Quest machen, um blaues Item zu bekommen? Das ist doch die gleiche, also ich würde jetzt als gleiche Quest. Ja, das ist die gleiche Quest, aber wo liegt der Sinn? Also, um nochmal bessere Gegenstände zu kriegen, also da können wir glaube ich die Zufallsarena da besser machen, ne? Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Auch wenn bis jetzt hier gerade irgendwie mehr. Und Mondsteine halt. Ja. Also zum Mondsteine farmen ist das Ding ja echt gut. Ja, und ich glaube, Experte hat auch ganz gut gebracht. Oh ja. Mondsteine auf jeden Fall, ich bin jetzt bei 166. Wohin willst du denn jetzt, ganz genau? Zum Schwarzmarkthändler oder zum... Ich will einmal... voll machen. Lass uns mal zum... Ich... Wer ist denn der? Ich will einmal voll machen. Zu diesem Wandler oder so. War das hier? Dann macht hier gleich bitte eine andere Quest und sagt er uns da gleich wieder. Ja. Ah, sogar richtig. Ja, die anderen Quests hier sind sogar noch da. Ja. Darf ich anfangen? Kannst du. Technologie ist markenrechtlich geschützt. Okay. Lila habe ich, lila, blau. So, okay. Blau rein. Blau. Handeln. Mit mehr lila. Lila, jawohl. Ich komm. Ey, ich mach das zum Schluss. Warte, kostet Geld? Nee, ne? Was wandeln? Nein. Okay. Dann mach ich das zum Schluss. Reintun, sonst wird das nicht.